Bereits 2016 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Offenbach ein integriertes Entwicklungskonzept mit einer Vielzahl an Projekten zur Verbesserung der Lebensqualität im Sinnefelder Quartier und der südlichen Innenstadt beschlossen. Dieses Konzept bildet seither den Rahmen für die Förderung im Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt. Mithilfe dieser Förderung konnte die Stadt Offenbach 2018 das Grundstück an der Bismarckstraße 118 von der Deutschen Bahn erwerben. Hier sollen ein neues Wohnhaus sowie eine neue öffentliche Freifläche entstehen, die zusammen einen attraktiven Vorplatz zur Fußgängerunterführung schaffen. Im Februar diesen Jahres hat die Stadtverordnetenversammlung nun die nächsten konkreten Schritte in diese Richtung beschlossen und den Auftrag erteilt, einen freiraumplanerisch-städtebaulichen Wettbewerb für die Freifläche auszuschreiben. Dieser Wettbewerb soll sich an Landschaftsarchitektur- und Stadtplanungsbüros richten und Gestaltungsvorschläge zunächst für diese erworbene Fläche an der Bismarckstraße 118 liefern. Zusätzlich sollen sich die Büros aber auch Gedanken machen über die beiden Grünflächen nördlich der Bismarckstraße sowie über einen Teil des Busbahnhofs. Auch wenn hier nicht kurzfristig Umgestaltungsprojekte vorgesehen sind, soll doch ein ganzheitliches Konzept für diesen südlichen Eingang zur Innenstadt entwickelt werden. Um die Aufgabenstellung für diesen Wettbewerb zu definieren, sollen auch Menschen aus dem Quartier ihre Wünsche und Anregungen äußern. Das ist über eine Online-Plattform ebenso möglich wie über eine Pinnwand vor Ort. Einige Nachbarinnen und Nachbarn konnten zudem für ein kurzes Video-Statement gewonnen werden. Hallo, mein Name ist Lothar Haag. Ich bin altkatholischer Pfarrer. Sie sehen hinter uns die Christuskirche, die altkatholische Kirche. Seit 1900 sind wir hier an dieser Stelle. Hier war der alte jüdische Friedhof und die Gemeinde hat das Grundstück nebenan geschenkt bekommen, um die Christuskirche bauen zu können. Und ja, bis heute feiern wir hier Gottesdienst als Altkatholikinnen. Altkatholisch vielleicht in einem kurzen Satz. Was ist das überhaupt? Das ist letztendlich eine romunabhängige katholische Kirche. Und ich würde sagen, eher liberal aufgeschlossen. Die Kirche selber gibt es seit 1900. Dahinter verbirgt sich dann ein kleiner Garten mit dem Pfarrhaus und ein Gemeindesaal, der auch für diverse Veranstaltungen genutzt wird. Und auch hier der Raum hier vorne wird eigentlich für Ostern genutzt, wenn wir hier das Osterfeuer haben. Und dieser Gottesdienst in der Nacht wird eben gefeiert hier auch mit anderen Gemeinden, die um die Ecke sind. Die evangelische Gemeinde hier, die Miriam-Gemeinde, die nicht weit weg ist von hier. Ja, wir haben mitbekommen, dass hier einiges angepackt werden soll, dass hier letztendlich gegenüber einiges an Veränderung kommt. Aber in dieser Umgestaltung auch geplant ist, diese ganze Grünfläche, die doch etwas vor sich hin lebt und auch den Durchgang, den Otto-Steinbachs-Weg, die Verbindung zum Martin-Luther-Park, dass da gemeinsam überlegt werden soll, wie man diese Ecke oder auch die Grünfläche beleben kann oder auch so gestalten kann, dass es attraktiv ist. Man hat natürlich hier auch die Hauptdurchfahrtsstraße, die Bismarckstraße. Aber ich denke, es ist ein spannendes Projekt, wo wir hier als Anrainer, als Anwohner, als Gemeinde auch uns gerne einbringen wollen mit Ideen und Überlegungen. Wir hier im Otto-Steinbachs-Weg, also der Verbindungsweg zur Bismarckstraße, das ist also ein Hauptdurchgangsweg und ein relativ großer Platz auch hier, der sehr gerne auch genutzt wird, um Fußball zu spielen. Es fehlt so ein bisschen hier in dem Umfeld eine Möglichkeit. Kinder, Jugendliche wollen hier ein bisschen bolzen, die Straße ist weiter weg. Der Utterpark, da ist mit der Wasserfläche jetzt nicht ganz so das Angebot zum Fußballspiel und vielleicht lässt sich sowas realisieren, zu überlegen, wo ein kleiner Bolzplatz entstehen könnte, damit da die Jugendlichen und auch die Kinder gut aufgehoben sind für ein Ballspielen und auch einfach eine Fläche haben für sich, was sicher wichtig ist. Als Verbindungsweg auch sehr frequentiert natürlich und was mir schon als Anwohner aufgefallen ist, das ist so ein bisschen die Müllproblematik. Vielleicht kann man hier mit neuen Mülleimern oder weiteren Mülleimern ein bisschen das auffangen, dass nicht alles in die Büsche oder auf den Boden kommt, sondern so ein bisschen auch der Eindruck, Gesamteindruck nicht ganz so getrübt ist. Hinter mir oder rechts von mir, das, was vom Krieg auch übrig ist, ein Hochbunker. Ein Riesenklotz, der, weil ich weiß, eher so als Lagerraum genutzt wird. Eigentlich schade für die Fläche hier, weil da natürlich auch nicht bewohnt und auch erstmal nicht sehr attraktiv ein großes Gebäude hier leer steht. Auch da sind wir gespannt, was da für Ideen oder Möglichkeiten es gibt, auch diesen Raum aufzuwerten.
dieser Bunker als ja, leerstehendes Gebäude ist so ein bisschen ein toter Fleck hier. Also man hat hier gegenüber die Kita, die sehr lebendig ist. Es gibt Anwohner und dann kommt dieser Block, der unbewohnt und auch eher unattraktiv da den Raum eigentlich für sich einnimmt. Und ja, das eben abzuändern oder auch da Leben reinzubringen, vielleicht durch Wohnungen oder durch andere Belegungen, um einfach diese Fläche, die doch abseits ist, aber doch auch zentral, die Verbindungswege zum Haupt, zum Bahnhof, zur Stadt, das anders zu nutzen. Hallo, wir sind Sabrina und Agnes von der Initiative Hauptbahnhof Offenbach. Wir möchten dieses wunderbare Gebäude, was ihr da gerade gesehen habt, wiederbeleben. Unser Ziel ist, dass es ein Hauptbahnhof wird, der für alle da ist, egal von wo aus Offenbach oder auch von woanders. Die zu dem Bahnhof kommen, soll man sich dort gut aufhalten können. Man soll dort mal was essen können. Man soll ein bisschen was Kulturelles erleben können, was Soziales machen können. Vielleicht auch einfach nur angenehm auf den Zug warten können, ohne sich zu ekeln, mal auf Toilette gehen können, was alles so dazugehört. Und damit dieser Bahnhof auch wiederbelebt wird und wieder für alle nutzbar wird, wäre es für uns total wichtig, dass er auch von allen Seiten gut zu erreichen ist. Und gerade ist diese schlimme Wüste, die da zwischen uns und dem Bahnhof steht, eher im Weg. Der Busbahnhof, so wie er ist, ist einfach ein bisschen zu kahl und zu leer, als dass man da gemütlich und gerne zum Bahnhof geht. Und für uns wäre es wichtig, dass man von allen Seiten gut hinkommt, auch von der Busbahnhofseite. Was uns bisher schon gut gefällt, ist, dass es wirklich schlimmere Fußgängertunnel gibt als den zwischen Senefelder Quartier und Stadt. Man kann gut vom einen Quartier ins andere als Fußgänger laufen, hat dann aber so gar keine Anbindung an das Hauptbahnhofgebäude. Also man läuft geradeaus und kann diesen Weg kaum noch verlassen. Das ist einerseits ganz schön, weil man umsäumt von Bäumen und etwas Grün sich durchaus wohlfühlt beim hier lang radeln und spazieren. Aber es wäre schön, wenn sich dieses Angenehme auch erstrecken würde auf den Gang zum Bahnhofsgebäude. Insofern wären sowohl Wegweiser, da ist ein Bahnhof, als auch wie kommt man da denn hin und wo ist da ein schöner Fuß- und Radweg, wären schön. Auch damit der Übergang von Fußgänger, Radfahrer in einen Zug woanders hin wieder natürlicher möglich ist. Im Moment muss man zum Bahnhof schon sehr hinwollen, damit man auch hingeht. Ansonsten ist noch eines meiner Lieblingsfeature an diesem Platz dieses historische Graffiti von 89, glaube ich, war es. Das fände ich schön, wenn man das auch weiterhin sehen würde.